Im Kulinarium gibt es heute am Gründonnerstag ausnahmsweise keinen Spinat, sondern Löwenzahn-Gemüseknödel. Immerhin sind sie auch grün. Die Knödelzeit im Gasthof Schrenk in Passail. Hier haben Knödel, wie der Name schon sagt, zwar immer Saison, aber für den Gründonnerstag hat sich die Knödelwirtin Anita Schweiger was Besonderes einfallen lassen. Und nein, es sind keine Spinatknödel. Nein, Spinat ist nicht drinnen. Es ist Löwenzahn drinnen. Wir kochen heute einen Löwenzahn-Gemüseknödel. Löwenzahn hat jetzt schon Saison. Und es ist für mich immer ganz toll, wenn ich so das erste Grün im Garten habe und es abzupfen kann. Wie viele Knödel gibt es eigentlich bei dir? Bei mir gibt es zwischen 25 und 30 verschiedene Sorten. Dabei sind natürlich die süßen Knödel, die bekannten Knödel, sehr viel vegetarische Knödel und die Suppeneinlage. Ja, und dieses Wissen um die Knödel, das gibt die Anita weiter an die Jugend. Das sind zwei künftige Haubenköche, kann man sagen. Ihr habt ja das Kochen im Blut. Bianca, du bist ja von einem Gasthaus. Das heißt, wie schaut es mit dem Kochen aus? Ist das für dich die Zukunft? Wahrscheinlich schon. Es interessiert mich sehr und es ist lustig, ich kann neue Rezepte ausprobieren, aber ich bin eher mehr beim Backen. Ja, das heißt, du bist eigentlich so in Zukunft die Fachfrau für süße Knödel. So kann man das sagen. Michael, bei euch ist es so, in der Familie sind alle Köche. Mama, Papa, Bruder und ich bald einmal. Du bald einmal? Ja. Hast du eigentlich ein Lieblingsgericht? Knödel, ja. Für die Fülle werden zunächst Paradeiser und Paprika geschnitten und zusammen mit einer Zwiebel angeröstet. Durchschwenken, mit Salz und Pfeffer würzen und auskühlen lassen. Frische Petersilie und Löwenzahnblätter in Streifen schneiden und gemeinsam mit geriebenem Mozzarella und Creme fraiche gut vermengen. Hände befeuchten, mit Hilfe eines Eisportionierers kleine Knödel formen und diese über Nacht tiefkühlen. Am Vortag gekochte Erdäpfel durch die Wiege drücken und mit verschlagenem Ei, Mehl und Grieß zu einem Teig verarbeiten. Mit Muskatnuss und Salz würzen. Mit diesem Erdäpfelteig die tiefgekühlten Löwenzahn-Gemüseknödel umhüllen, festdrücken und im leicht wallenden Wasser 15 Minuten ziehen lassen. Man kann die Knödel auch in Grieß rollen und in der Fritteuse überbacken. Mit Blattspinat und Schnittlauchsoße anrichten. Welcher Wein passt dazu? Wir trinken da heute einen Morillon von Weingut Tetscher. Der ist in Glanzdaham in der Südsteiermark. Seid's mal. Prost!